Okay, wir sind drauf auf beiden Kanälen. Herzlich willkommen YouTube, herzlich willkommen Instagram und herzlich willkommen zum Livestream. Das ist jetzt schon, ich meine, der vierte, den wir jetzt zum Semesterstart gemacht haben. Heute soll es ums studentische Wohnen gehen und jetzt muss man gleich die Frage beantworten, warum sitzt denn jetzt hier nur eine? Ursprünglich war also geplant, dass wir es zusammen mit der Ellen Krüger machen vom studentischen Wohnen und eben die euch zur Verfügung steht, alle eure Fragen beantwortet. Leider ist sie nicht da, sie ist familiär verhindert. Wir können auch noch nicht genau sagen, wann und ob wir das wiederholen werden. Wir schauen jetzt einfach mal. Wir hatten ein bisschen überlegt, sagen wir es ab, sagen wir es nicht. Wir werden jetzt es einfach machen. Ein paar Fragen kriege ich vielleicht sogar selber beantwortet. Ansonsten sammeln wir das und holen es einfach nochmal nach. Vielleicht wird es jetzt auch ein bisschen kürzer, weil er lieber doch nichts fragt. Wenn ihr aber was wissen wollt und ich kann es nicht beantworten, schreibt es einfach nochmal per Direktnachricht. Dann würden wir das irgendwie schriftlich auch beantworten. Grundlegend muss man sagen, die Situation in unseren Wohnheimen ist wie alle Jahre wieder nicht besonders gut. Wir haben über 5000 Leute auf der Warteliste. Die Wartezeiten betragen inzwischen 3 Semester und wir kriegen eigentlich keine gute Nachricht hin, was das ganze Thema betrifft. Also wir haben auch im Vorfeld eine Frage eingereicht bekommen, wo man denn jetzt bezahlbaren Wohnraum finden könne. Und die Antwort ist, das wird schwer. Auf unserer Website haben wir auf alle Fälle nochmal alle Anbieter im kommunalen Wohnen, die also von vornherein ein bisschen preiswerter sind, aufgelistet und wir haben auf unserer Website auch die Wohnraumbörse, wo private Anbieter immer noch ein freies Zimmer annoncieren. Da kommt auch schon einiges rein, so zugegeben nicht genug, um den großen Bedarf abzudecken, aber da gibt es immer noch Möglichkeiten. Ansonsten müssen wir einfach sagen, wie es ist. Es ist sehr, sehr schwer, bezahlbaren Wohnraum hier in dieser Stadt zu finden. Wenn es keine Fragen über den Chat gibt zu dem Thema Wohnraum und Wohnheimplatz, vielleicht noch kurz den Satz. Bewerben kann man sich auf einen unserer Wohnheimplätze ausschließlich online. Da geht ihr über unsere Website rauf, ins Wohnheimportal und dort bewerbt ihr euch um einen Platz. Da braucht ihr auch nicht viel. Ihr braucht eine Immobilienbescheinigung und euren Ausweis und dann könnt ihr euch auf den Platz bewerben. Bringt dann aber bitte Geduld mit. Einfach, es dauert momentan bis zu 3 Semester, bevor wir euch was anbieten können. Soweit erstmal zur aktuellen Wohnheimsituation. Wir haben das ja auch angekündigt, es soll aber nicht nur um die Wohnheimsituation gehen, es soll auch darum gehen, wie wir sozusagen jetzt hier im studentischen Wohnen während der Energiekrise handeln. Da muss ich kurz ein bisschen ausholen, kurz ein bisschen erläutern. Also das Studierendenwerk bezieht seinen Strom, sein Gas, seine Fernwärme und so weiter über die sogenannte EWS, das ist die Energiewirtschaftsstelle hier in Berlin. Die kaufen für ganz viele öffentliche Gebäude den Strom und den Gas und die Fernwärme und so weiter ein. Und weil sie es für so viele machen, können sie eigentlich ganz gute Preise machen. Und davon haben wir in der Vergangenheit auch stets profitiert. Wir konnten eigentlich immer ganz gute Preise machen. Und man muss wissen, die MieterInnen bei uns bezahlen Pauschalpreise. Also das ist immer ein Preis für einen Wohnheimplatz, wo alles schon mit drin ist. Da ist der Strom mit drin, da ist die Fernwärme mit drin, das Wasser, alles immer schon mit drin. Und weil das eben Pauschalmieten sind, können wir Mieten nicht im laufenden Vertrag anpassen. Das heißt, es wird einmal ein Vertrag gemacht über eine bestimmte Laufzeit und dann bleibt das so. Wenn also mittendrin dann Preise steigen, dann kriegt das der Mieter oder die MieterIn häufig gar nicht mit, weil sie hat ja ihren Pauschalvertrag. Und erst wenn dann ein Folge- oder Neuvertrag gemacht wird, kriegt man mit, oh mein Gott, die Preise sind gestiegen, jetzt steigt jetzt hier also auch die Pauschalmiete. Und das ist auch in der Vergangenheit immer mal der Fall gewesen. Strom und Nebenkosten sind schon immer gestiegen. Und nicht nur Gas und Fernwärme, sondern eben auch mal zum Beispiel die Kosten für die Reinigungskraft. In Wohnheim geht jeden Tag eine Reinigungskraft durch. Wenn deren Lohn steigt, macht sich es hinterher auch natürlich in den Betriebskosten bemerkbar. Also wir haben immer mal Steigerungen drin, die sind meistens nicht ganz so hoch. 10 Euro hier, manchmal 15 Euro da. In 21 hatten wir eine Preissteigerung und wir hatten auch im Mai 22 eine solche Preissteigerung. Worum es aber jetzt geht und was, denke ich, auch klar ist, was in der letzten Zeit ganz schön hochgekocht ist, sind die Preissteigerungen, die jetzt mit der Energiekrise direkt zu tun haben. Ne? Also der Ukraine-Krieg hat dazu geführt, dass die meisten Medien sehr knapp geworden sind und die Preise also wirklich in die Höhe geschossen sind, in einem bisher nicht dagewesenen Ausmaß. Ne? Gas steigt um 400%, Fernwärme um 200%, Strom um, ich meine, 150%. Und das macht sich sehr bemerkbar, was die Berechnung unserer Pauschalmieten betrifft. Die EWS hat uns das angekündigt und hat immer schon Prognosen geschickt. Im Grunde alle paar Wochen immer eine neue Prognose. Die wird dann immer höher und höher und höher und hat schon gesagt, Leute, ab 23 wird das ganz schön teuer für euch. Da wir, wie ich erklärt habe, die Pauschalmieten aber immer nur dann anfassen können, wenn wir Neu- und Folgeverträge machen, haben wir uns entschlossen, schon vorausschauend ab dem 1.9. diese Preissteigerung, so wie sie prognostiziert waren, schon mal in die Mieten einzuberechnen, damit wir sie, wenn die Preise anfallen, dann auch nehmen können. Denn das Studierendenwerk
muss hier wirtschaftlich handeln. Also die Mieten müssen sich tragen, die müssen sich selber tragen. Ne? In der Mensa gibt es einen gestützten Preis für Studis, das ist in den Wohnheimen nicht der Fall. Dieser Preis bildet auch wirklich die Kosten ab. Von daher haben wir ab dem 1.9. Verträge gemacht, die schon von sehr starken Mietsteigerungen ausgingen. Ab dem 1.11. die Verträge, die da neu gemacht worden sind, die haben dann nochmal eine höhere Mietsteigerung vorgesehen, weil zu dem Zeitpunkt eine noch höhere Preissteigerung prognostiziert war. Und da gab es einigen Aufschrei, das kann ich auch verstehen, zu Recht, weil eben die Preise in schon exorbitanter Höhe gestiegen sind. Im Schnitt waren es ungefähr 98 Euro pro Platz, aber bei manchen Plätzen ein bisschen weniger, bei manchen Plätzen ein bisschen mehr. Und wir haben eben auch so Spitzenpreise gehabt. Es gibt einige Wohnheime, die einen sehr hohen Verbrauch haben oder eben nicht gut saniert sind und deswegen einen hohen Verbrauch haben. Und dort ist der Preis in Einzelfällen um bis zu 170 Euro gestiegen. Das war jetzt die Situation. In dieser Situation hat sich jetzt einiges verändert. Also zum einen hat der Bund ja jetzt ein Programm, Entlastungsprogramm aufgelegt, der eben vorsieht, dass dieses Programm sieht vor, dass zum Beispiel im Dezember die Kosten übernommen werden, dass es so ein Deckel gibt, so ein Gaspreisdeckel, der soll dann im März kommen und auch, dass die Mehrwertsteuer auf diese ganzen Kosten gesenkt wird. Das führt dazu, dass insgesamt die Prognosen deutlich geringer werden. Wir wissen zwar jetzt noch nicht konkret, welchen Preis uns die EWS macht, das wissen wir erst ab Ende November, aber wir wissen jetzt schon, dass es dann doch nicht so viel wird, wie wir ursprünglich annehmen mussten. Von daher, und das haben wir ja auch immer allen unseren Mietern gesagt, werden wir diese Mieterhöhungen ein bisschen zurückschrauben können. Wir werden sie zurücknehmen können, einfach weil der Bund dort eine massive Entlastung geschaffen hat. Auch das Land hat ja nochmal nachgesteuert. Am Montag haben sie einen Nachtragshaushalt verabschiedet und haben sich eben auch haben angekündigt, dass das Studierendenwerk gegebenenfalls auch mehr Kosten in diesem Programm beantragen kann. Also das ist so, da gibt es einen Pott in diesen vielen Milliarden, die da in diesem Nachtragshaushalt drin sind, da gibt es einen Pott, der ist eben nicht nur für uns, der ist auch für Hochschulen, für Schulen, für Kulturprojekte, für Sozialeinrichtungen und so weiter. Und die können ihre Mehrkosten sozusagen da anmelden und geltend machen und können gucken, dass sie daraus eine Förderung bekommen. Und das ist sehr erfreulich, das Studierendenwerk darf sich auch dort melden. Dann hat ja auch das Land schon verkündet und diverse Fraktionen und irgendwie die Politik immer verkündet, also dass ihnen doch allen doch sehr dran gelegen ist, dass das Studierendenwerk seine Mieterhöhungen da zurücknimmt, idealerweise vollständig. Und so werden wir das jetzt auch vorbereiten. Wir werden jetzt ausrechnen, wie gesagt, wir brauchen einen Moment, wir werden jetzt ausrechnen, wie viel Geld wir tatsächlich brauchen, damit diese Mietsteigerungen, die erfolgten, komplett zurückgenommen werden können. Also im Grunde, wir werden jetzt ausrechnen, wie viel Zuschuss es für unsere MieterInnen geben, damit sie keine Mieterhöhung haben werden. Das werden wir dann bei unserer Senatsverwaltung anmelden. Und dann hoffen wir natürlich, dass die uns auch bestätigt, dass wir das da bekommen und auch im vollen Umfang bekommen. Und dann können wir neue Verträge machen oder die Verträge, die jetzt neu gemacht worden sind, neu aufsetzen und können das zurücknehmen. Wir wissen aber, ich muss in aller Deutlichkeit sagen, gerade noch nicht, ob das so kommt. Denn bei diesem Fördertopf, den ich erwähnt habe, da wurden wir schon auch alle informiert, dass da das Nachrangigkeitsprinzip gilt. Das heißt, man muss zuerst natürlich die Bundessachen da einrechnen, das haben wir getan. Man muss aber weiterhin auch nachweisen, dass man Verbräuche gesenkt hat und man muss auch nachweisen, dass also keine andere Quelle möglich ist. Dass man also nirgendwo sonst dieses Geld außer da an der Stelle bekommen kann. Und das ist ehrlich gesagt, das wissen wir jetzt auch nicht, was das bedeutet. Wir werden jetzt erstmal so handeln, wie das, wie ich das beschrieben habe. Wir werden jetzt erstmal schauen, dass wir das vollständig dieses Geld anmelden, in der Hoffnung, dass wir es dann auch vollständig bekommen. Und was jetzt hier die Botschaft ist, es dauert noch einen Moment und wir wissen noch nicht genau, wie es wird. Wir können es gerade nicht sagen. Wir können nicht versprechen, dass wir das vollständig zurücknehmen können, weil wir gerade noch nicht wissen. Wir haben auch nichts schriftlich dazu. Das ist ein bisschen was getwittert worden, aber mehr wissen wir jetzt ja auch gerade nicht, ob denn das jetzt alles so kommt, wie das da bei Twitter versprochen worden ist. Was wir versprechen können, ist, dass wir euch, die MieterInnen, und auch die studentischen Selbstverwaltungen, da haben wir ja auch ein bisschen was nachzuholen, dass wir da euch besser im Loop halten. Wir werden jetzt Schreiben rausschicken, wo wir die Situation nochmal erklären. Und immer wenn es einen neuen Stand gibt, werden wir da euch auch informieren, wie es jetzt hier an der Stelle weitergeht. Das ist aktuell die Situation. Ich wünschte, ich könnte jetzt hier schon irgendwelche frohe Kunde verbreiten. Das ist zum aktuellen Stand aber nicht möglich, weil wir schlicht noch nicht schriftlich haben und schlicht auch noch nicht genau wissen, wie es jetzt hier
weitergeht und wie das eigentlich alles so gedacht ist mit diesen Hilfen aus dem Nachtragshaushalt. Wir halten euch dabei auf dem Laufenden, also euch, liebe MieterInnen, auf dem Laufenden und die studentischen Selbstverwaltung, die Wohnheimtutoren, die nehmen wir da natürlich auch noch mit. So, jetzt habe ich jetzt hier ganz viel gelabert und ganz viel monologisiert. Es gibt, nee, Regie schüttelt den Kopf, es gibt keine Fragen. Dann würde ich gerne nochmal auf einen Extrafakt eingehen, auf den wir auch in den kommenden Wochen nochmal stärker eingehen müssen. Ich habe ja gesagt, es gilt das Nachrangigkeitsprinzip in diesem Topf. Und man muss so ein bisschen nachweisen, dass man seine Verbräuche auch gesenkt hat. Jetzt sind das ja nicht unsere Verbräuche, es sind eure Verbräuche, liebe Studierenden. Wir müssen also gemeinsam mal überlegen, wie wir die Verbräuche in den Wohnheimen senken können. Denn die sind, ehrlich gesagt, ziemlich hoch. Das ist jetzt kein ungewöhnliches Phänomen, das ist im Gemeinschaftswohnen oft so. Also jeder Wohnheimbetreiber wird das bestätigen, dass, wenn viele Leute aufeinander wohnen, dass dann eben auch hohe Verbräuche sind. Dennoch ist ja die Frage, inwiefern wir nicht noch gemeinsam ein bisschen schauen können, wie wir Stromverbrauch senken, Gas und Heizung und so weiter und auch Wasser senken können. Und da gibt es ein paar Tipps und die kennt ihr auch am Ende des Tages. Das ist jetzt hier alles nicht neu. Aber man kann sich natürlich jeder für sich selbst mal kurz fragen, mache ich das auch immer wirklich? Ne? Also zum Beispiel, dass wenn man zum Beispiel kocht, dass man dann einen Topf auf den Deckel macht, weil das weniger Strom verbraucht. Dass, wenn man Wasser kocht, auch den Wasserkocher benutzt und gar nicht den Elektroherd, weil das verbraucht wirklich deutlich weniger Strom, Wasser im Wasserkocher zum Kochen zu bringen. Ne? Auch beim Backofen auf das Vorheizen verzichten. Den Kühlschrank auf 7 Grad einstellen, das ist völlig ausreichend zum Kühlen der Lebensmittel und weniger und verbraucht auch weniger Strom, als wenn das jetzt hier irgendwie super kalt mit 3 Grad wäre. Ne, beim Heizen ein bisschen runterdrehen. 1 Grad Raumtemperatur entspricht ungefähr 6% der Heizenergie, die man da verbraucht. Also ruhig mal sich fragen, ob es vielleicht nicht doch mit einem Pullover geht und man ein bisschen die Heizung runterdreht. Auch, das haben wir übrigens oft, nochmal schauen, wenn man die Heizung aufdreht, dass da nicht das Fenster offen ist. Man sollte bis zu 3-mal am Tag Stoßlüften, 5 Minuten, dann die Heizung aufmachen und das Fenster komplett aufmachen, aber wenn dann auch wieder zumachen, also nicht irgendwie das Fenster auf Kipp stellen und dann die ganze Zeit die Heizung anhaben. Das verbraucht wahnsinnig viel Energie und ist einfach schlichtweg unnötig, weil der Raum ja dadurch jetzt auch nicht wärmer wird. Und die Türen schließen, Geräte ausschalten, statt auf Standby zu gehen, den Stecker zum Beispiel von den Ladegeräten, von Stromladegeräten den Stecker rausmachen, ne? Wassersparenden Duschkopf kaufen, wenn man den nicht hat, die sind ein bisschen teuer, es gibt aber auch so kleine, die kosten 2,50 so ein Schnippus, den kann man dann in den Duschkopf einschrauben und der würde auch dafür sorgen, dass weniger Wasser verbraucht wird, gegebenenfalls kürzer duschen, bisschen kälter duschen, beim Einseifen, beim Shampoonieren das Wasser abdrehen, einseifen, dann wieder aufdrehen, ne? Auch wenn man jetzt Zähne putzt, nicht das Wasser laufen lassen, das sind alles Tipps, das kennt ihr schon, das wisst ihr. Macht es auch, lasst uns mal bitte gemeinsam unsere Verbräuche senken. Das hat auch was damit zu tun, dass wir in diesen Fördertopf gerne rein möchten. Und da müssen wir auch ein bisschen schauen, dass wir unsere Verbräuche senken und dass wir das gemeinsam tun. Und es hilft ja insgesamt wirtschaften und es ist auch umweltfreundlicher. In jedem Fall nicht nur während der Energiekrise sollte man so handeln, man sollte generell so handeln. Wir werden dazu in den kommenden Wochen immer noch mal ein bisschen mehr Content veröffentlichen, hier noch da was erklären, vielleicht auch mal was testen oder so. Also da werden wir ein bisschen stärker auch darauf eingehen, wie wir gemeinsam Energie sparen können. Aber jetzt schon mal der Appell, bitte achtet auch darauf, das ist ganz wichtig und das ist einfach tatsächlich eine Tatsache, dass Wohnheime momentan einen sehr, sehr hohen Verbrauch haben. Ich gebe eine letzte Frage in die Regie. Es gibt okay, der schüttelt den Kopf. Es ist also tatsächlich keine Frage gekommen. Ist ja auch logisch, Ellen ist hier nicht, ist nicht da. Wenn ihr Fragen habt, schickt die uns, schickt die bei Instagram entweder als Direktnachricht oder schickt sie per Mail, presse@stw.berlin. Wir beantworten das alles gern. Und dann schauen wir einfach mal, was da jetzt noch so kommt und würden dann entscheiden, ob wir den Livestream zum Wohnen direkt nachholen oder ob wir das alles ein bisschen als Konserven-Content so in den nächsten Wochen zur Verfügung stellen. Dann ist es nämlich so, dann würde ich mich jetzt hier verabschieden, dann war das heute ein ganz kurzer Stream, macht aber nichts. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, presse@stw.berlin, schreibt uns. Ansonsten ja, einen schönen Nachmittag und ja, lasst uns gemeinsam ein bisschen Strom sparen.